Ein Knüppelsteg, ein wackeliges Brett, um durchs flache Wasser zu starken. Für die jungen Leute aus den Dörfern rund um den Tschamo-See im tiefen Süden Äthiopiens gehört es zum Alltag, die riesige Wasserfläche auf halsbrecherische Weise zu queren. So malerisch der See, so gefährlich die Überfahrt. Denn im Tschamo leben die großen Nilkrokodile mitunter 5 oder 6 Meter lang. Beinahe handzahm kommen sie ans Boot, doch der friedliche Schein trügt. Denn plötzlich schnappen die Echsen zu, steigen bis zum Hals aus dem Wasser, um ihr Opfer zu packen und in die Tiefe zu reißen. Abstand zu halten und sich zu sputen, bietet die einzige Chance, das gegenüberliegende Ufer zu erreichen. Mancher Waghals verschwindet ohne Spur.